werden wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bananenstücke haben, ohne dass wir ein Messer benutzen. Alles, was wir brauchten, viel einfacher. Zwei Teller, ein Backofenrost und schon hast du die gestückelte Banane. Ja, man muss sie noch etwas durchdrücken. Hey, ja, guck doch mal, das ist doch sensationell. Ja, 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 genau. Also stellt euch vor, dass an der Seite, die oben ist, noch ein bisschen Schale dran ist. Dann kann man, ohne sich die Finger dreckig zu machen, die Banane was Großmutter noch drücken. Wusste. Und jetzt reichen wir unserem Gast. Nein, auf keinen Fall. Von einem saudreckigen... Der Rost ist super verrostet. Also der ist mega...